Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge und auch Special-Folge vom Herzensgeführt-Podcast. Ich habe nämlich heute einen ganz tollen Gast für euch dabei, und zwar die Fabienne Alina Fuest. Sie ist Teil meines Wise Animal Teams, ist eine ganz tolle Mentorin, hat aber auch noch ganz viele, ja, ich sag mal, Berufsbezeichnungen, die sie am besten euch dann gleich selber sagt, was sie alles überhaupt macht, weil es einfach wirklich so umfangreich ist und gleichzeitig ist es doch wieder so einfach, denn ja, ihr, ich sag mal, übergeordnetes Fachgebiet ist die ganzheitliche Gesundheit, Seelengesundheit und ja, sie arbeitet mit Menschen so wie auch mit Tieren und guckt auch beide, ja, zusammen an, sage ich mal, ja, in der systemischen Hinsicht auch. Aber ja, ich denke, noch mehr erzählt sie euch dann am besten selbst. Es ist eine ganz spannende Frau. Lauscht ihr gerne mit offenen Ohren. Hey, hallo. Schön, dass ich da sein darf, liebe Kim. Danke. Ja, ich bin die Fabienne und mein Weg ist schon ganz lange mit den Tieren unterwegs zu sein. Ich habe selber eigene Tiere schon seit Kindesbeinen, seit 12, 11, 12 eigene Pferde und auch eigene Hunde. Und die Tiere prägen mich einfach sehr in meinem Leben, respektive meine Beziehung zu ihnen. Und so hat es dann auch meinen beruflichen Werdegang massiv geprägt. Ich habe ein Studium in Tiermedizin gemacht und habe auch 13, 12 oder 13 Jahre in einer Kleintierpraxis gearbeitet, habe zwischenzeitlich eine zusätzliche Ausbildung in der Verhaltensmedizin gemacht, habe dann Ausbildung im Bereich Kinesiologie Mensch-Tier gemacht, einfach auch deswegen, weil ich schon lange gemerkt habe, dass der Mensch eben auch sehr großen Einfluss hat in der Mensch-Tier-Beziehung und habe dann das Spektrum noch weitergeführt und bin immer noch dran, einfach um diesen ganzheitlichen Blick auf Tiere, Menschen haben zu können und wirke mit Menschen und Tieren hinsichtlich ihrer ganzheitlichen Gesundheit bei Verhaltensauffälligkeiten von Tieren und auch chronischen Krankheiten. Und da gehört dann für mich eben alles mit dazu, weil es darum gehen darf, dass ein Tier wirklich nachhaltig aus seiner Essenz heraus, ja, immer heil ist irgendwo, aber auch gesund werden darf, wenn da was ist, ne? Genau. Wow, vielen Dank, ja, dass du uns mal so in Kürze mitgenommen hast. Da könnte man jetzt auch gut eine Stunde erzählen. Aber ja, das ist schon mal ein erster Eindruck einfach von der Komplexität deiner Arbeit. Und ja, deswegen habe ich dich auch ja eingeladen jetzt mal, weil ich habe in der letzten Folge ja schon darüber gesprochen, was Herzensführung uns alles so gibt und ja, wie das so ist, auch im Verhältnis jetzt zum Beispiel zu der klassischen Entwicklung, die wir alle ja irgendwo durchlaufen sind, die auch Tiere in der Regel, gerade so Pferde und Hunde natürlich auch durchlaufen durch den Weg der Erziehung. Irgendwie muss ja so ein Wesen auch vorbereitet werden auf das Leben und gleichzeitig dürfen wir halt auch nicht vergessen, ja, dass wir ja immer in Entwicklung sind, dass wir von ersten Atemzug an bis zum letzten wachsen und gedeihen und ja, ähnlich wie so ein Baum hier irgendwo auch irgendwann in einer Blüte kommen, aber ja auch schon ein ganz junger Baum trägt Blüten, ne? Also das ist ja auch so schön, einfach zu sehen, dass so ein Kind oder ein junges Tier auch ja uns schon ganz viel beibringen kann, ganz viel Weisheit auch mit an Bord hat und dass dieses ganze Entwicklungsthema, da ganzheitlich drauf zu gucken, das erfordert einfach auch so viel, ja, ich sag mal, Weiterbildung, weil wir da im Grunde, ja, das bringt uns ja keiner bei, ja, diesen Blickwinkel auf ein Wesen. Wir haben das meistens selbst nicht erfahren, dass man uns so gesehen hat. Und es ist eben auch so, dass dann in der Schule oder so alles sehr einseitig betrachtet wird. Man wird am Verhalten gemessen, man wird vielleicht noch, wenn es gut läuft, im Verstand abgeholt. Aber eben diese Gefühls- und Seelenentwicklung zum Beispiel wird so oft ausgeklammert, eben auch in der Erziehung.
Und dann sind wir natürlich als Erwachsene auch Menschen, die ja manchmal so ein bisschen wie so ein Einbeiniger durch die Gegend laufen, weil uns gar nicht bewusst ist, was für eine Tiefe wir eigentlich in uns tragen und wie diese Tiefe uns auch steuert. Ja, und dieses ganze Thema Entwicklung und in deinem Falle jetzt ja auch noch Heilung ganzheitlich zu betrachten, ist so, so wichtig eigentlich. Also ich wünsche mir eine Welt, in der das Normalität wird, oder? Was denkst du, Fabienne? Ja, unbedingt. Und ich glaube, dass das, dass es auch damit einhergeht, dass ein Mensch überhaupt gesund sein kann. Also respektive, ich glaube, für mich bin fest davon überzeugt, dass Krankheit, und egal ob körperlicher oder seelischer Art, dass das gar nicht in der Art und Weise mehr existieren würde, würden wir uns erlauben, uns als diese einzigartigen Seelenwesen zu sehen, die wir sind, und auch nach dem Leben und diese Einzigartigkeit zu leben. Und wenn ich jetzt mal auf mich und viele andere rückblickend hinschaue und das auch im Kontext mit dem, was du gesagt hast, diese Strukturen, diese Normen, diese Prägungen, Konditionierungen, die wir alle durchlaufen haben in unserer Kindheit, die haben uns ganz schön weit weggebracht, teilweise von unserer Essenz und von dem, was wir an Fähigkeiten und Qualitäten auch mitgebracht haben in dieses Erdenleben. Und ich glaube, wenn wir als Erwachsene uns dahingehend entwickeln, dass wir alles, was irgendwie jetzt, sagen wir mal, obendrauf gepappt worden ist oder wir uns selber obendrauf gepappt haben, dass das mal alles wegfallen würde, könnte und kann, je nachdem, wo jemand halt ist, und die eigene Essenz, die eigene, das, was wir sind, das auch immer mehr Raum einnehmen darf und wir immer mehr das leben, was wir denn sind, dass dann erst aus meiner Wahrnehmung wirklich nachhaltige Gesundheit entstehen kann. Und es wäre so ein leichtes, und das darf es hoffentlich auch immer mehr werden, dass wir unsere Kinder und unsere Tiere auch aus diesem Aspekt betrachten und sie gar nicht erst in dieses Raster, in diese Schubladen einpacken, in die wir gepackt worden sind. Also, und das ist halt mit den zurzeit noch bestehenden Strukturen, du hattest das auch im letzten Podcast noch erwähnt mit der Schule und so weiter. Diese Rahmen haben wir und trotzdem können wir das Beste draus machen und als Eltern da irgendwo einen anderen Blickwinkel auf unsere Kinder haben und sie in dem fördern, was sie halt mitbringen, und schauen, dass sie das, was sie sind, wahrhaftig, das, was sie an Fähigkeiten, Talenten und Qualitäten mitbringen, dass sie das nicht aus den Augen verlieren und wir das fördern. Weiß ich mein? Total, ja, auf jeden Fall. Ich glaube, so, das ist auch die Zukunft. Und das wird definitiv auch was ja, bei dem ganzen Thema Gesundheit und Wohlergehen und Wohlstand auch verändern nochmal, auch kollektiv. Also wie wir das überhaupt angehen, auch so diese Symptombekämpfung wird dadurch ja auch aufhören. Ja. Weil wir auch die Botschaft zum Beispiel in einer Krankheit oder auch die Lektion, also ich habe schon das Gefühl, dass so eine Seele, wenn sie sich dann voll bewusst ist, vielleicht auch mal sagt so, ja, ich möchte wissen, wie es ist, ein Bein zu verlieren. Ja. So, aber das ist ein ganz anderes Erleben, ein ganz anderes Erleben, weil die Seele dann weiß, ich habe das gewählt, ich will das einfach erfahren, ich will meine sag mal, Lektion daraus ziehen, gehandicapt zu sein. Und es ist nicht mehr dieses, oh nein, ne? Die Story, sag ich mal, das ist ja auch wieder was ganz anderes, ne? Auch so ein rebellisches Kind, ja, wird es wahrscheinlich auch in Zukunft noch geben, wenn wir das so angehen, aber dann wird es diese Rebellion ganz anders wahrgenommen, nicht mehr in Form von, das Kind, mit dem stimmt was nicht, das braucht jetzt Tabletten, sondern hey, das Kind ist da, um Paradigmen zu verändern. Das ist dafür geschaffen worden. Ja, das ist gekommen, um Dinge in Frage zu stellen. Und es ist gut, dass es das tut. Das ist nichts Schlechtes, zum Beispiel. Und ja, also ich habe so das Gefühl, dass das, was du gerade sagst, schon zum Wesentlichen hinführt, warum wir Entwicklung sagen. Entwicklung sagt ja, dass wir uns entwickeln von etwas, was um uns herum gewickelt ist, ja. Und was ist dann die Frage, ja, was ist denn in uns, wenn das abgewickelt ist, was nicht zu uns gehört, ne? Was ist dann die eigentliche Essenz? Das Wort hast du ja auch gerade schon benutzt. Und ich glaube, wenn wir dahin kommen,
Ja, dann ist auch, das könnte man ja eigentlich sagen, ist dann das Gleiche eigentlich wie Heilung, oder? Was meinst Natürlich, du? natürlich. Für mich voll, oder? Und weißt du auch die Geschichte mit dem Mann, mit dem oder mit der Seele, die gewählt hat, mit einem Bein weniger auf der Erde zu leben? Das ist dann auch die Frage, wenn da jegliche Bewertung davon wegfällt und so weiter, dann muss der sich ja auch nicht mehr krank fühlen, weil er ist ja eh heil, ob er jetzt sein Bein hat oder nicht, weißt du? Es ist Genau. alles die Frage der Perspektive. Und ja, genau. Ja, und bezüglich Perspektive, also ich denke, dieses Wissen, was wir gerade teilen und auch in der letzten Folge ja auch schon ja, relativ umfangreich Thema war, wenn wir das im Hinterkopf haben, dann ist ja schon ganz viel möglich. Ne? Also auch, wie du das so schön beschrieben hast, so was wir mit den Kindern machen sollen. Es fängt ja über uns an, weil wir können das ja auch schlecht unseren Kindern weitergeben, wenn wir es bei uns nicht schaffen. So. Das heißt, in dem Moment, wo wir uns dem hingeben, wo wir diese ganzen Dinge, die wir gerade besprochen haben, anfangen zu leben, verändert sich ja schon so massiv viel, ja. Und ich habe so das Gefühl, diese Blickwinkel, den erreichen wir auch in vielen Lebenslagen recht schnell. Ich sage jetzt mal zum Beispiel, wenn es um Noten geht oder so. Ich glaube, da sind jetzt schon viele von uns, dass wenn das Kind schlechte Noten nach Hause bringt, dass wir da ganz anders drauf schauen, nicht mehr dieses Drama draus machen, ja. Und eher sehen, okay, warum hat das Kind jetzt diese Noten und wie kann man das dann jetzt konstruktiv angehen und ist es überhaupt so schlimm? Ja. Und gleichzeitig gibt es natürlich aber auch Situationen, die sind echt heftig, ne? Schlimme Krankheiten, schlimme Tage, wo alles aufeinander fällt. Sorgen, die, weiß ich nicht, finanzieller Natur oder einfach Stress im Alltag ist oder sonst irgendwas. Und vielleicht hast du ja ein Praxisbeispiel aus deinem Leben oder aus dem Leben eines deiner Kunden, das ist eigentlich egal, woran man das ganz gut erkennen kann, wie wir dann in dieses Bewusstsein reinfinden können. Oder ist das vielleicht sogar so, dass diese ganz heftigen Momente besonders gut geeignet sind dafür? Das frage ich mich gerade auch. Also ich muss gerade überlegen, was ich dir für ein Praxisbeispiel geben kann oder möchte. Und gleichzeitig, ja, für mich sind diese heftigen Momente tatsächlich manchmal massive Game Changer, weil sie uns halt dazu bringen, wirklich über uns selber hinauszuwachsen und auch teilweise auch bewusst oder mehr oder weniger bewusst aus diesen ganzen Feldern der Konditionierung auszutreten, um da überhaupt mitgehen zu können. Ich hab neulich eine Sterbebegleitung gehabt und das war so ein Beispiel. Das war ein Hund, der wirklich schwer krank war und die Besitzerin sich schon einige Monate davor wahnsinnig gefürchtet hat davor, dass das kommen könnte, weil der Hund noch gar nicht so alt war. Und er hatte dann eine Krebserkrankung. Und sich dann da einfach, also sie hat sich unglaublich davor gefürchtet, vor diesem Verlust. Und gerade in solchen Momenten, wo es darum geht, sich zu verabschieden, und mit dem Tier mitzugehen in einem Sterbeprozess, den wir als Menschen halt nicht kontrollieren können, sofern wir nicht einen Zeitpunkt bestimmen, wann ein Tier euthanasiert wird oder nicht. Aber wenn, auf das will ich jetzt gar nicht näher rein, weil darum geht es nicht. Aber für sie war halt wichtig, dass der Zeitpunkt dann sowohl für sie wie auch für das Tier stimmig war und diesen Prozess durchzugehen, mit all den Ängsten, mit all den Unsicherheiten, das sind Beispiele, die wirklich Menschen über sich hinauswachsen lassen und die dann auch zu unglaublichen Geschenken beitragen können, weil wir aus solchen Situationen ganz, ganz viel mitnehmen und erkennen und vor allem auch erkennen, dass wir, wie stark wir sind, letztendlich im über uns selber hinauswachsen, dadurch, dass wir uns, gerade wenn wir die Kontrolle eben nicht haben oder die Kontrolle loslassen müssen in der puren Hingabe an das Leben selbst, dass wir dadurch so unglaublich
leicht, unglaublich leicht und gleichzeitig auch herausfordernd in so viel Kraft hineinwachsen können, weil wir den Widerstand ablegen, weil wir erkennen, dass alles jenseits jeglicher Kontrolle ist, schlussendlich, und nichts im Leben sicher ist und jeder Widerstand hier einfach nur unnötige Energie kostet. Und da Schritt für Schritt für Schritt über diese Widerstände hinauszuwachsen, hinauszugehen, über die eigenen Ängste und Unsicherheiten, die Widerstände, die wollen uns ja irgendwo daran hindern, dass wir eben in diese Gefühle eintauchen müssen oder uns dem stellen müssen, was einfach ansteht. Ja, das bewegt so unglaublich viel. Genau. Oh ja, das ist wahr. Das kann ich tatsächlich auch aus meiner eigenen Erfahrung bestätigen. Du weißt ja, mein Hund Smudo, der ist ja mit 5 gestorben. Ja, also ist nicht euthanisiert, sondern praktisch an einem Magendurchbruch schon sehr früh gegangen dann auf die andere Seite. Und für mich war das wirklich in dem Moment dieser Kontrollverlust, ne? Und ich war vorher gerade bei ihm auch ein ziemlicher Kontrolletti und wollte immer alles nur zum Besten und habe mir ein Bein ausgerissen letztendlich, so für alles und jeden. Und das war wirklich eine heftige Lektion, also zu lernen, okay, ich kann jetzt alles tun und er entgleitet mir trotzdem aus meinen Händen, ja, also es war nachher die Blutvergiftung, die das Ganze beschlossen hat, sag ich mal, also der wurde sogar schon operiert und so weiter und ja, als ich eigentlich noch Hoffnung hatte, dass er die nächsten Tage wieder nach Hause kann, kam dann der Anruf, ne, dass er es nicht geschafft hat und das war für mich echt im ersten Moment ein Riesenschock, ein Riesentrauma auch, ja, aber das hat sich durch mein Bewusstsein damit, was du gerade alles gesagt hast, so schnell gedreht in ein wie so ein Loslassen der Kontrolle in dem Wissen, und eigentlich ist es ja ein großer Schmerz zu erkennen, dass man nie die Kontrolle hatte, ja, das ist eigentlich erstmal so gegen jedes Sicherheitsgefühl, aber in dem Moment, wo ich dieses Leben hineinfallen so erlebt habe, und da war wirklich auch kurz die Überlegung, okay, will ich vielleicht auch nicht mehr sein, ja? Jetzt, wo ich das weiß, dass es gar nicht möglich ist, das Leben zu kontrollieren. Macht mir das jetzt so viel Angst, dass ich gehen will? Oder lerne ich jetzt zu leben im Vertrauen? Und in diesem Moment, wo ich dann mich fürs Vertrauen entschieden habe, mein ganzes Leben hat sich in dem Moment gedreht. Also alles, was danach kam, ich meine, ich musste natürlich trotzdem noch üben, aber die Erkenntnis, das war der allerwichtigste Schritt, sonst hätte ich ja auch nicht angefangen zu üben. Also die Ida, die danach kam, die hat mir dann auch nochmal viel beigebracht, so bezüglich Vertrauen. Und sie hatte ja auch ihre Lebensängste und war sehr misstrauisch auch Fremdem gegenüber und so weiter. Also da musste ich mit ihr nochmal viel in der Praxis dann auch lernen, ins Vertrauen zu gehen. Aber alleine zu erkennen, ja, das ist so das Bild, ne? Wir sind, wenn wir mit uns gut verbunden sind, und zum Glück war ich an dem Punkt schon, wo ich mit Smudo das erlebt habe, dass ich schon die Reise mit mir selbst angetreten hatte, auch durch ihn. Und dann sind das so wie diese Wurzeln, die wir brauchen. Und wenn der Sturm kommt, ist es gut, ein flexibler Baum zu sein. Ne? Es ist gut, auch nachgiebig zu sein und zu sagen, wow, okay, ich habe meine Wurzeln im Boden, da halte ich mich fest. Aber ja, ich gehe mit dem Sturm mit. Ich gebe mich dem Sturm hin, anstatt dagegen zu kämpfen. Ja, und gleichzeitig meiner Erfahrung nach, je häufiger wir krasse Erlebnisse, sage ich jetzt, meistern, desto stabiler wird der Stamm dieses Baumes und desto weniger wird jeder Sturm im Außen auch daran schütteln können, weißt du? Mhm. Weil wir auch durch, also zumindest bei mir ist es so, dass ich halt durch mein Leben, durch meinen Lebensweg hindurch auch immer mehr gelernt habe, mich selber in mir zu verankern und dann durch dieses mich hingeben in Momenten, in denen eh keine Kontrolle ist und mit dem Fluss des Lebens mitzugehen, desto stärker und stabiler wird dieser Stamm. Und desto mehr
wenn jetzt was wirklich schüttelt an mir, kann es schon auch immer noch sein, dass ich mich einen Moment verliere, aber es ist nur noch kurz und ich weiß, wie ich mich wie quasi rückverbinden kann, falls ich mal irgendwie meinen Anker für einen Moment verloren habe. Und gleichzeitig ist es aus dieser Position einfach viel, viel, viel einfacher, mit schwierigen Situationen umzugehen, weil ich gelernt habe, dass ich dann einfach bei mir bleibe und mich nicht verleiten lasse, in irgendwelche Kopfgeschichten einzusteigen, zum Beispiel, was alles sein könnte und was ich vielleicht doch nicht gut gemacht habe und bla 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 bla, weil diese Kopfgeschichten uns ja auch so von uns selber wegbringen und die in den allermeisten Fällen überhaupt nicht dienlich ist. Sind, um quasi durch schwierige Situationen zu kommen. Natürlich brauche ich meinen Verstand manchmal, das ist ja logisch, aber diese Geschichten, die der Mind dann manchmal erzählt, weil wir die Angst nicht fühlen wollen, weil wir den Schmerz nicht fühlen wollen, die dienen einfach nicht in dem Moment. Und das ist für mich so eine Geschichte der letzten Jahre meines Wegens, dass ich da einfach auch mitgenommen habe, einfach bei mir zu bleiben, auch wenn es wirklich heftig, heftig, heftig wird mal. Und da halt durchzugehen und dadurch auch den immer stabileren Stamm habe. Und gleichzeitig eben nicht in den Widerstand zu gehen, weil ich dadurch nur die Energie verliere. Und es immer der Weg des geringeren Widerstandes auch ist, halt durch die eigenen Ängste durchzutauchen, wenn sie da sind, als sich dagegen zu wehren und gleichzeitig mich auch auszurichten, um mich nicht darin zu verlieren. Du weißt, was ich meine, oder? Total. Ich habe ja richtig schlimme Phasen der Angst gehabt, ja, also wirklich konfuse Ängste. Und das war manchmal so, als wäre mein Leben eine einzige Mutprobe. Und in diesem Moment, wo wir so gegen das ganze Denken ein Drama draus machen, mental, ja, und auch, also spannenderweise ist bei mir irgendwann so auch dieses Thema mit der Selbstliebe als Lösungsweg gekommen, weil ich weiß nicht warum, aber ich glaube, das geht miteinander einher, so diese Gedanken, die wir gegen das Leben haben, also ne, so dieses, warum passiert mir das jetzt und blablabla. Ja. Und diese Gedanken, die wir aber auch über uns haben, diese Selbstzweifel und Selbstvorwürfe und ne, Schuldgefühle und was auch immer, oder dieses, ich kann das nicht, ich bin zu schlecht dafür, ich wieder, ja. Also diese Gedanken, die gehen miteinander einher. In dem Moment, wo wir an uns anfangen zu glauben oder für uns wenigstens schon mal zu gehen, da hört auch ein bisschen dieser Streit mit dem Leben auf, sage ich mal, weil wir wahrscheinlich das Leben sind. Das heißt, es ist eigentlich ein und dasselbe. Wenn wir uns gegen das Leben richten, richten wir uns automatisch irgendwie auch gegen uns. Ja, und schau, und da sind wir doch, da schließt sich doch der Kreis wieder ganz schön, weil hätten wir nicht irgendwann als Kinder gelernt, dass so wie wir sind, es nicht okay ist, dann hätten wir all diese Strategien wahrscheinlich gar nicht so mitgenommen, sondern hätten einfach gleich von Anfang an bei uns bleiben können und das nicht in Frage stellen müssen. Und das ist wirklich etwas, was ich mir ganz stark wünsche für mein Kind zum Beispiel. Weißt du, ich sehe da ja auch, dass er gewisse Muster mitnimmt von außen, von der Schule und so weiter. Und trotzdem ist es doch so dienlich, ein Kind in seiner Essenz zu stärken, in dem, was es mitbringt, im Wissen, dass dann das andere, das Drumherum, dieses ganze Draufgepappe, was wir halt in Extremis teilweise erlebt haben, dass das vielleicht hoffentlich gar nicht mehr so ein krasses Ausmaß nehmen muss. Ja, ja. Auch, das, ja. Oh, Entschuldigung, sag gerne noch. Nee, ist okay. Ich wollte nur sagen, auch, also was dann für mich ein ganz wesentlicher Punkt ist, mal unabhängig noch von dem Lebensmodell, in das wir Kinder irgendwie auch einladen, ja, durch unser Leben, ja, und was wir auch teilweise ja bewusst oder unbewusst auch über sie drüber stülpen manchmal, ja. Aber das Wesentlichste, finde ich, da ist so der Umgang mit der eigenen Gefühlswelt. Weil das ist ja auch der Punkt, wo diese Krankheiten sich dann auch äußern, wenn wir eben da nicht aufgeräumt sind und nicht mit uns im Einklang leben, sag ich mal, ja, energetisch gesehen einfach, weil Gefühle sind ja Energie.
Und dann passieren wie so Energieknubbel, wenn man da eben gegen sich arbeitet, sage ich mal. Und so ein Kind glaube ich schon, dass das so in den ersten Jahren, also ich sehe es jetzt an meinen dreien, erstmal auch lernen darf, damit selbst umzugehen. Also das heißt, es ist nicht nur ein Lassen, sondern es ist auch ein Schulen und gleichzeitig eben auch nicht dieses Falschmachen davon. Ich glaube, das ist das, was du ja auch gerade meintest, ne? Genau. Ja, und also, ne, was jetzt mit Gedanken und Verhaltensweisen ist, ich glaube, auf der Ebene können wir den Kindern nicht immer alles ermöglichen. Also das auch das beobachte ich an meinen Kindern. Ja, das wird ja auch eventuell mal gefährlich. Oder sie, also man schubst der eine das andere, weil er gerade emotional ist oder sonst was. Also das sind ja so Dinge, da muss man ja als Eltern schon irgendwie was tun und eingreifen und auch in Richtung weisen, sage ich mal, oder auch so ein bisschen Räume abstecken. Ich will es gar nicht Grenzen nennen, sondern irgendwie so Freiheitsräume abstecken, wo alles dann noch safe ist und gleichzeitig dieses Gefühl, geliebt zu sein. Selbst wenn ich als Mama mal sage, stopp, jetzt so nicht, ja, kann ich ja trotzdem ausstrahlen und auch das Gefühl, dass mein Kind richtig ist, wie es ist, auch wenn es gerade aus der Wut zum Beispiel das Schwesterchen schubst, ja, das ist ja eine Einstellung, die mein Kind in mir fühlen kann oder nicht. Ne, und ich glaube, das ist letztendlich das Wesentliche, dass wir selber überzeugt davon sind, dass Gefühle nichts Schlimmes sind und dass auch Wut nichts Schlimmes ist und auch unser Kind entsprechend, auch wenn wir das Verhalten vielleicht sogar umlenken oder auch mal eine Grenze aufzeigen und sagen, so nicht, das spürt unser Kind. Unser Kind spürt, ob wir es, ich sag mal, sehen können, ob wir es lieben. Und das Verhalten, da sind wir nämlich auch wieder. Ich kenne so viele Coaches und Trainer und was weiß ich was, auch für Eltern oder auch für Tiere ist das Gleiche, die auch dann wieder allen sagen, wie sie sich zu verhalten haben. Aber das Verhalten ist gar nicht der springende Punkt, sondern was strahle ich in dem Moment aus, wo ich vielleicht sogar mal laut werde, wo ich vielleicht auch sogar mal festhalte oder sage, stopp jetzt. Ja? Bin ich pro oder contra gegen was? Ja, und aber das hängt ja auch alles mit diesen Konditionierungen zusammen, die wir halt alle mitgenommen haben, dass eine Wut nicht sein darf, dass Trauer nicht erwünscht ist, dass Traurigkeit nicht erwünscht ist und so weiter. Genau. Wenn das alles wegfällt, dann ist es ja auch in einer völligen Natürlichkeit befindlich, dass man logischerweise einem Tier auch mal einen Rahmen geben muss, damit es noch am Morgen nachher wieder aufsteht und nicht irgendwo von einem Lastertod gefahren wird, weil Ja. es das ja einfach nicht weiß. Eben. Ja, aber Genau. das ist ja dann was völlig anderes, wie wenn ich das Kind davor schütze, dass es nicht unter das Auto kommt und mich danach noch schlecht mache dafür, dass ich jetzt vielleicht dafür ein bisschen laut geworden bin, weil das darf man ja nicht. Genau. Völlig widernatürlich von mir aus gesehen und gleichzeitig. Ja, ein riesen Entwicklungsweg auch bei mir gewesen und immer noch und bei vielen diese Natürlichkeit der eigenen Gefühle wieder zulassen zu dürfen, weil da auch so viel dran hängt dann, ne? Und da sind wir wieder bei der Heilung. Ja, genau. Aber deswegen ist doch das der Schlüsselpunkt, dass wenn wir halt okay sind mit allem, wie wir sind, wie wir gedacht sind zu sein, dass man dann unweigerlich heil ist, oder? Also eigentlich sind wir ja eh immer alle heil, wenn wir es in einem Kontext der Ganzheit anschauen. Eine Seele kann nicht verletzt werden. Und trotzdem ist es ja auch schön, wenn wir heil sind in unserem physischen Körper drin. Ja, und auch, also ich glaube tatsächlich, dass wir zum Training als Seele uns ja hier diesen Ort ausgewählt haben, wo man eben diese Illusion der Abtrennung, der Krankheit, der Disharmonie und so weiter einfach erleben kann, um zu erfahren, okay, wann stimmt es wieder, ja? Wann, also zum Beispiel, ich habe ja auch ganz viel ja, das Gefühl gehabt, so ich bin völlig fehl am Platz in meinem Leben, ja, also über viele Jahre. Und jetzt zum Beispiel kann ich ja fühlen, dass ich voll richtig an meinem Platz bin, weil ich den Kontrast kenne. Ja. Und das war ja auch Teil meiner Seelenreise und ich bin mir sicher, meine Seele hat sich das schon so ausgedacht. Das war jetzt kein, Natürlich. oh, jemand hat mich abgelenkt von außen, sondern ja, es gab vielleicht auch Ablenker von außen, aber auch die waren in einer Absprache mit mir auf höherer Ebene. Und auch genauso ein Tod. Ne, kann ja auch eine höhere Absprache sein, die wir nicht immer durchschauen, wo wir nicht immer sehen, warum. Also zum Beispiel Smudo, wäre er nicht mit 5 gestorben, wäre mein Leben ganz anders verlaufen. Vielleicht hätte ich sogar meine 3 Kinder, so wie sie jetzt hier sind, nicht. Und das kann man nicht immer so
festlegen aus unserer, ich nenne sie mal gerne Froschperspektive hinaus, ob das jetzt gerade nicht doch, ja, wie du sagst, eine heile Situation ist. Ja? Und vielleicht magst du noch zum Abschluss einen kleinen Tipp reingeben. Wie kann ich mich denn, wenn ich jetzt gerade das mal vergesse oder auch die Hörer, ne? So, man ist jetzt in diesem Anti, Scheiße, alles doof und nichts ist heil hier. Die Fabienne und die Kim haben Unrecht. So, das ist alles nur ein riesen Misthaufen, sage ich mal. Wenn man jetzt in diesem Drama gerade drinsteckt, wie findet man denn jetzt wieder zu diesem wunderschönen Punkt, wo wir uns jetzt hingearbeitet haben? Also, das ist ja nicht so ein Schnellschuss, wie du dann wieder dahin kommst, aber für mich ein wichtiger Türöffner, an den man aber denken darf in solchen Situationen, ist einfach ins Becken zu atmen. Einfach schlicht und einfach tief in den Bauch zu atmen. Und vielleicht auch sich mal halt ein, zwei Minuten rausnehmen, durchatmen, weil ich kann nicht gleichzeitig ins Becken atmen und in Kopfgeschichten rumhängen, es geht nicht, energetisch gesehen. Und aus einem tiefen Durchatmen und dann vielleicht sich auch noch ein bisschen erden, mit Erde und Himmel verbinden und sich gut auf den eigenen Platz zu stellen und daraus dann weiterzugehen. Ich glaube, das ist für mich zumindest und für viele, die ich begleite, der zentrale Schlüssel dann. Ja, je einfacher, desto besser ist es ja, ja letztendlich. Ne? Ja, also wenn man jetzt da ein Riesenritual wieder vollführen muss, macht man es ja letztendlich auch meistens dann nicht. Genau, gerade in diesen Momenten, ne, wo man es am meisten brauchen würde. Deswegen finde ich das jetzt echt super schön und da kann ich noch eine ganz Kleinigkeit ergänzen. Sich einfach beim Atmen auch mal nochmal bewusst zu machen, dass wir ja immer atmen. Und dass wir dafür ja nichts tun müssen. Und letztendlich könnte man sagen, nicht wir atmen, sondern es atmet uns. Und über diese Atemluft, die wir in uns einsaugen, haben wir ja auch immer Verbindung zu allem. Ja? Also uns da einfach bewusst zu machen, dass dieser Moment, wo es uns atmet, auch gleichzeitig eine Anbindungsform ist, ja, also dass es einfach ein Beweis auch dafür ist, dass wir ja verbunden sind mit allem. Ich glaube, in dem Moment, also das, was du jetzt gesagt hast, mit diesem, dass man nochmal sich aktiver visualisiert, so diese Wurzeln in die Erde und Wurzeln auch in den Himmel, einfach dieses, oh, ich bin verankert zwischen ja, Kosmos und Erde, sage ich jetzt einfach mal, da einfach sich auch nochmal bewusst zu machen, dass der Atem das ja eh immer mit uns macht. Und wenn wir es bewusster haben, natürlich noch viel intensiver. Aber ich finde diesen Gedanken einfach auch nochmal dazu sehr, sehr schön und wertvoll für mich. Ja, voll. Und ich glaube, der große Schlüsselpunkt ist auch das Bewusstsein zu erkennen, was passiert mit mir, wenn eine Situation kommt, die bedrohlich wird, sagen wir jetzt mal bedrohlich wirkt, wo ansteht, dass ich Kontrolle verlieren könnte, dass ich mir dann auch bewusst bin, dass ich unter Umständen in den Kopf steige und nicht mehr ins Becken runteratme, weil erst wenn ich mir gewahr bin, was da abläuft, kann ich überhaupt drauf kommen, dass ich ins Becken atmen muss, um mich da wieder rauszuholen. Oder? Also an sich einfach so die Wahl oder die Weiche, die gestellt werden kann, von gebe ich mich dem Drama hin, dem Kopfkino, oder gebe ich mich dem Leben hin? Genau. Ja, auch dieses Bedrohlichkeitsthema, ne? Also das kam jetzt gleich auch das Gefühl dazu rüber. Ich glaube, das geht vielen Menschen fast tagtäglich so, dass sie Bedrohungen wahrnehmen in unserer Welt. Und ich glaube, da, das ist auch so ein bisschen, ich bin jetzt kein Kirchengänger oder sonst was, also das ist jetzt nicht so, ich meine damit nicht Religiosität, aber Spiritualität, ja, also dass man einfach an etwas Höheres glaubt und auch an das Wohlwollen dieser höheren Instanz glaubt, das ist ja vielen Menschen verloren gegangen. Und in dem Moment, wo das wieder da ist und zwar sehr präsent ist, da kann ich ja auch viel besser vertrauen, dass es nicht diese Art von bedrohlich gibt, dass es klar Lektionen gibt, dass es Herausforderungen gibt, aber dass das Leben letztendlich für mich ist. Und selbst wenn man jetzt mal wieder an den Tod anknüpfen von vorhin, selbst wenn das bedeutet, dass mein Leben endet, ja, also sagen wir mal,
Ich würde jetzt an dem Virus, den wir jetzt alle ein paar Jahre im Nacken hatten, sterben. Wer sagt denn, dass das nicht vielleicht genau richtig für mich ist? Ja, also das ist natürlich etwas aus unserer Menschenperspektive heraus sehr, sehr unwahrscheinlich ist, dass wir das so wahrnehmen. Aber wenn man so tief ins Vertrauen geht zum Leben, so, so tief und also dieses Höhere einfach mit einbezieht, dann ist es ja eigentlich, gibt es ja so gar keine Bedrohung mehr, oder? Ja, das eine ist für mich diese Ausrichtung zum Hören, und das andere ist auch, also jetzt auf meinem persönlichen Weg, so dass die Erfahrung selber durch das mich hingeben in schwierigen Situationen zu erkennen, dass ich es meistern kann. Und Genau. das gibt auch ganz viel Vertrauen. Ja, auch ne, diese Selbstwirksamkeit. Also Ja. Hingabe heißt ja nicht, dass ich jetzt nicht selber auch was tun kann. Ne, Nein, wenn ich sondern jetzt aus dass der ich mich Schlange eben bin. aufhöre, dagegen zu wehren und in den Widerstand zu gehen. Das ist ja der springende Punkt, weil damit komme ich ja dann schlussendlich auch aus diesen Kopfgeschichten raus. Genau. Ja, auch zum Beispiel, wenn ich auf der Straße stehe und da kommt jetzt ein Auto. Mein Körper und mein Instinkt, meine Intuition, die arbeiten ja alle für mich, ja. Also in dem Moment, wo eine bedrohliche Situation wirklich dann da ist, dann reagiere ich natürlich auch entsprechend und brauche ja dann auch vielleicht gar nicht mehr viel nachdenken, ja, sondern dann ist es relativ klar. Auch natürlich meine Erfahrung, mein Wissen und so, das führt mich ja auch und sagt mir, okay, die Ampel ist jetzt rot, ich sollte hier besser stehen bleiben. Aber letztendlich, ne, also das heißt jetzt nicht, das Leben, dem Leben zu vertrauen, heißt jetzt, ich gehe jetzt über rote Ampeln und glaube, es geht schon irgendwie gut, sondern einfach meinen Teil beizutragen und gleichzeitig zu wissen, ja, dass das alles, was darüber hinausgeht, über meine Kreation, über meine Co-Kreation für mich ist. Ich glaube, das ist das, was ich gerade meinte. So Ja, kommt voll. das. Und das ist ja auch ein Beispiel, in der die Angst voll sinnvoll ist und dienlich ist, ja. Und dafür muss ich aber auch mir wieder erlauben, die Angst zu integrieren, weil die Angst ja auch schützen kann, und gleichzeitig soll mich ja die Angst nicht ja permanent den ganzen Tag steuern. Das ist ja was anderes dann. Aber auch da wieder dieses Natürliche der Gefühle, oder? Ja, du hast ja gerade schön gesagt, steuern. Wer steuert? Na, wer sitzt am Steuer? Und wenn man sich das mal als Schiff vorstellt, wer ist der Kapitän? Ja. Und dann gibt es ja auch noch den, der oben auf dem Mast sitzt. Mir fällt gerade der Name nicht ein, aber ne, also der praktisch sagt, hey, da hinten ist das, da vorne kommt das. Späher. Und wer? Nee, ich weiß nicht, aber es passt, ja. Ja, das könnte ja der Verstand sein, aber der Verstand steuert nicht, ja. Also das ist die Seele, die am Steuer sitzt und die Entscheidungen trifft. Und das geht ja über die Intuition, über die Herzensweisheit letztendlich. Und die Gefühle, das sind halt die Matrosen, ja, die uns letztendlich auch die Paddel antreiben und die Segellichten und so weiter, die uns die Kraft geben, auch zu leben, weil Gefühle sind ja nicht nur einseitig, so Angst und Zorn und was weiß ich was, sondern wir haben ja auch noch, ja, wirklich die Freude, die Liebe und so weiter an Bord, die uns ja auch zu etwas führen wollen, ja. Also das ist ja auch eine Co-Kreation aller unserer Anteile, die uns dann ja weiterbringt, beziehungsweise auch ankommen lässt. Ja. Ja. Sehr schön. Ich glaube, das ist ja jetzt erstmal eine gute Übersicht über das ganze Thema Entwicklung und Heilung. Ich glaube, da haben wir jetzt das Wesentliche schon zusammengefasst, oder? Ich glaube auch, ja. Ja. Und Herzensführung ist ja letztendlich, guck mal, das Bild, was ich gerade gemalt habe mit dem Schiff, ist ja genau das. Ne? Sich von seinem Herzen führen zu lassen und trotzdem das Hirn mitzunehmen und die Emotionen und Gefühle zu integrieren und ja, auch einfach ganz zu sein mit allem, was wir sind. Ja. Und ich finde es so schön auch, dass du den Menschen und auch den Tieren dabei hilfst, Fabienne. Das möchte ich auch nochmal sagen. Also, so empfinde ich halt auch so die Essenz deiner Arbeit, ne? Dass du jemanden, der da eben rausgefallen ist oder wahrnimmt, okay, da ist was nicht Gesehenes. Also ist ja auch manchmal schwierig, den Wald vor lauter Bäumen zu sehen, ne? Wenn man jetzt so selber gerade mittendrin steckt, das Tier ist krank oder man selber kommt einfach gerade nicht weiter. Das sind einfach auch Momente, da braucht man manchmal auch einfach einen Blick von außen, beziehungsweise auch jemand, der den Raum hält,
damit es wieder leichter gehen kann. Ne? Also natürlich geht es vielleicht auch alleine, aber halt eher beschwerlich oft. Und ja, es ist echt wertvoll, Menschen wie dich zu haben dann an dieser Stelle. Also das, ja, kann auch noch mal eine Einladung aussprechen. Also wer da gerade ein Thema hat, meldet euch doch gerne mal bei Fabienne. Magst du noch mal deine Webseite vielleicht reingeben? Ja, mündlich jetzt? Ja. Ja, das ist ganz einfach. Das ist www.fabiennefust.ch. Super. Ich danke dir für das schöne Gespräch. Danke auch, liebe Kim. Und ja, dir, liebe Zuhörerinnen, lieber Zuhörer, ganz viel Freude beim Erforschen und beim Atmen. Auf Wiedersehen. Auf Wiedersehen, danke.